This is a 3-on-2 tag team handicap match. Making his way to the ring from St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, that's WWE United States Champion, The Fighter, Randy. Ja, unser United States Champion betritt also hier die Halle, ist bereit für sein Handicap Tag Team Match. Wir haben es gerade gehört, 3-on-2, denn Randy Orton konnte bei Raw gegen Dominic Mysterio gewinnen und durfte sich somit einen Tag Team Partner aussuchen. Wir wissen allerdings immer noch nicht, wer dieser Partner ist. Wird sich sicherlich gleich vorstellen. Aber hier bekommt erstmal Randy Orton seine Zeit. Mit den Fans, die ihn wirklich deutlich bejubeln hier. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Wer ist der Partner von Randy Orton? Es ist Rated RKO Zeit! Randy Orton holt Edge dazu. Was für ein genialer Schachzug. Rated RKO. Sie sind ehemalige Tag Team Champions zusammen, haben großartige Matches bestritten. Und natürlich, die Survivor Series findet in Vancouver, Kanada statt. Natürlich holt man da den Kanadier an seine Seite. Damian Priest, Finn Balor, and Dominic Mysterio, The Judgment Day! Now we're talking! Okay, das sieht wirklich sehr komisch aus, wie hier der Judgment Day zum Ring kommt. Fast schon verhöhnend den Fans hier gegenüber. Die haben es wirklich sehr, sehr kurz gemacht. Können es wahrscheinlich selbst nicht glauben. Vor allem Edge ist ja derjenige, der den Judgment Day damals überhaupt ins Leben gerufen hat. Also auf so vielen Ebenen ein unglaublicher Schachzug von Randy Orton, der hier jetzt zuerst Damian Priest im Ring gegenübersteht. Das Match hat keine Elimination-Regeln. Das bedeutet, der erste Fall zählt. Und 3 gegen 2. Ich muss, glaube ich, nicht erklären, dass es da definitiv einen Nachteil gibt für Rated RKO. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Offiziell haben sie sich nicht als Team zusammengeschlossen. Aber es fühlt sich gerade unglaublich nostalgisch an einfach. Und jetzt haben wir Edge hier gegen Damian Priest. Ja, wir dürfen nicht vergessen, der Judgment Day bestand ja anfangs nur aus Edge und Damian Priest. Dann kam Rhea Ripley dazu. Dann wurde auch Finn Balor ins Boot geholt. Und Finn Balor war dann derjenige, der eben Edge aus dem Judgment Day warf. Und jetzt haben wir Edge gegen Finn hier im Ring. Ja gut, und wie Dominik dazu kam,
Da hat Mami ein bisschen ihre Reize spielen lassen. Jetzt gibt es hier die Headbutts von Edge gegen Bella. Whip-in von Finn und ein Mushroom Stomp. Und Randy will eingewechselt werden. Er hat jeden Einzelnen vom Judgment Day besiegt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, und Finn hat Edge gerade ganz gut im Griff. Der ganze Judgment Day hat Edge gerade gut im Griff. Damian Priest räumt Edge. Räumt Edge vom Apron ab. Dominik springt da einmal ja so halb ins Leere, trifft eigentlich beide Männer. Dropkick in den Nacken. Und Randy Orton ist auch gerade erstmal ausgeschaltet. Nein, der ist jetzt wieder da. Sah auch kurz so aus, als wenn er sich da Dominik noch entgegenstellen will. Und wir sind gerade bei der 6, bei 7 bereits. Und es sieht nicht so aus, als wenn dieses Match, als wenn diese beiden Männer noch rechtzeitig in den Ring zurückkehren. Und Edge ist dann noch ganz kurz vor knapp wieder zurück. Dominik hat noch Randy abgeräumt. Aber Edge gegen Dominik ist jetzt hier die Ansetzung, die wir gerade im Ring sehen. Edge gerade mit dem 1 gegen 3 Nachteil. Aber man merkt es ihm nicht an. Kümmert sich hier gerade um Dominik. Und der kontert. Oh, ganz böser Aufprall. Dropkick in der Ringecke von Mysterio und 1. Edge kickt aus. Finn und Randy waren schon auf dem Weg. Basement Dropkick, ausgewichen von Edge. Hat da schon erahnen können, was Dominik vorhat und zeigt jetzt selbst hier einen Low Dropkick. Und das Cover von Edge wird abgebrochen. Beziehungsweise Dominik kickt aus, aber Damian Priest wäre ja fast schon pünktlich, fast schon rechtzeitig da gewesen. Also bis 3 wäre das auf jeden Fall nicht gelaufen. Und was hat Edge vor? Wechselt jetzt hier rüber zu Randy. Und der wird sofort von Dominik übernommen und in die Ringecke gezerrt. Randy lässt das aber nicht zu. Schickt Dominik in die Seile und zeigt ihm dann einen Back Elbow. Das Cover dann abgebrochen von Finn Balor. Und jetzt haben wir wieder Randy gegen Damian Priest. Belly to Belly Suplex. Und wieder das Cover. Randy will es so schnell wie möglich beenden. Holt jetzt aber wieder Edge rein. Ja, da kommt Priest direkt angeflogen. Bekommt den Schlag von Randy ab, aber kann trotzdem weiter nachsetzen gegen den Rated R Superstar mit einem Sidewalk Slam. Shoulder Blocks in der Ringecke. Und ein Alley-Oop. Ja, ein Tritt von Edge gegen Damian Priest. Weicht dann hier dem Schlag aus und Chop Block. Oh, Priest ist jetzt bereit für Razor's Edge. No pun intended. Hat jetzt hier Edge auf den Schultern aufgeladen und dann geht's in diese Crucifix Bomb. 1. Randy Orton ist zur Stelle und Finn. Hat da Randy wohl noch irgendwas zugerufen? Und der Spear
Edge mit dem Spear gegen Damian Priest. 1, 2 und Kickout. Ja, eine Art Punt-Kick. Und jetzt gibt's eine Doppelteam-Aktion. Edge bereitet Damian vor und da gibt's den Schlag von Randy. Full Nelson. Nein, geht nicht durch. Dafür macht Randy das richtig gut. Wechselt direkt rüber in einen German Suplex. Habe ich so von ihm auch noch nicht gesehen. Und jetzt kommen die Orton Stomps. Jedes Körperteil wird hier einmal attackiert. Und wir haben auch schon gesehen, dass er damit ein Match beendet hat. Aber Dominik ist da rechtzeitig zur Stelle. Jetzt wieder Edge gegen Damian, der gut isoliert wird. Aber er setzt sich auch eben sehr gut durch. South of Heaven. 1. Ja, Randy ist zur Stelle. Damian ist wirklich gefühlt eine Ein-Mann-Armee gerade. Hat lange nicht gewechselt. Und schafft es trotzdem, Offensive an Offensive zu reihen. Räumt jetzt auch noch Randy hier vom Seil ab. Und bekommt dann hier den Zuruf von Finn, dass er mal wieder wechseln sollte. Finn Balor jetzt wieder im Ring. Wartet nur auf Edge. Schickt ihn in die Seile. Sling Blades. Und dann direkt zu Dominik. Und wir sehen auch, wie der Judgment Day da wirklich rotiert in der Ecke. Jetzt haben wir Dominik mit dem Ansatz zu den Three Amigos. Dreimal der Vertical Suplex. Und er will es danach schon beenden. 1, 2, Kickout von Randy. Keine Chance hier, dieses Match auf die Art zu gewinnen. Edge ist immer noch außerhalb des Rings. Und da gibt es den RKO. Aber in der Ringecke vom Judgment Day. Und Kickout von Finn. Scheinbar gibt es auch keinen Rope Break. Wäre jetzt schon mehrfach die Möglichkeit da gewesen. Aber der Rope Break geht einfach oder wird einfach nicht beachtet. Interessant. So, Whip in von Randy. Dropdown. Leapfrog. Back Elbow, aber da hat Finn mit gerechnet. Overflow in den DDT. Ja, Dominik wieder im Match. Closer in der Ringecke. Nein, Elbow von Randy. Und jetzt bringt er hier Dominik in die Ringecke zu Edge, wo es die nächste Doppelteam-Aktion geben soll. Wieder werden die Rippen freigelegt und Edge tritt ordentlich zu. Aber Dominik wollte da mit einer Hurricane Runner ankommen. Edge kontert das Ganze in die Sit-Out. Powerbomb. Fisherman Suplex. Und wieder der Wechsel zurück zum United States Champion, zu Randy Orton, der aufs oberste Seil geht. Und mit der Body Press ankommt, aber da war Dominik schon lange nicht mehr da. Hat sich rechtzeitig aus dem Weg gerollt. Kein Problem für Randy. Nächste Doppelteam-Aktion. Double Whip in einen doppelten Back Body Drop. Und Edge mit der Execution. Ja, und noch bevor der Ringrichter das erste Mal mit der Hand auf die Matte schlagen kann,
Wird schon abgebrochen von Damian Priest und jetzt Edge, der Anlauf nimmt für den Spear. Ja, aber so wird das nichts. Damian Priest wieder zur Stelle. Edge macht weiter. Steht auf dem obersten Seil. Und die Clothesline wird abgefangen. Crossbody, wie auch immer, was Edge zeigen wollte, wird abgefangen in den Powerslam von Dominik. Ja, und jetzt die Beinbearbeitung. Edge versucht jetzt hier an jeder Stelle Dominik irgendwie Schaden zuzufügen. Aber der jetzt mit dem Sunset Flip Einroller. Eins. Kickout. Und der Wechsel zurück zu Finn Balor. Ja, Edge lässt ihn kommen. Und Neckbreaker. Und schöner Dropkick gegen den Kopf von Edge. Was hat Finn Balor vor? Wieder Overflow in einen DDT. Diesmal hat Edge aber einen Konterparat. Schläge in den Magen. Und dann Fireman's Carry. Zu den Snake Eyes. Und jetzt wird er hier gewürgt. Finn Balor wird gewürgt in der Ringecke, der Ringrichter. Kann nichts anderes tun, gerade als Edge einfach zu sagen, dass er damit aufhören soll. Diesen Griff lösen muss. Und Edge, ein Schlag gegen Damian und ein Schlag gegen Dominik. Währenddessen bringt Randy Finn Balor zurück in den Ring. Und Edge nimmt Maß. Nächster Spear. Ja, und wieder ist Damian Priest rechtzeitig da. Kümmert sich jetzt Randy drum. Und wieder der Impaler DDT. Execution. Jetzt haben wir gerade eine 2 gegen 2 Situation. Vielleicht sollte man sich auch vorher nochmal um Dominik kümmern, bevor man weiter hier verfährt. Schläge gegen Balor von Orton. 1, 2. Und dann ist Dominik rechtzeitig da. Wird jetzt aber auch rausgeschickt. Aber da ist Priest schon wieder draußen auf den Beinen. Und ich kann mir gerade vorstellen, irgendwo sitzt Wade Barrett und wünscht sich, er hätte das Ganze zu einem No-DQ-Match oder ähnlichem gemacht. Backbreaker! Und wieder der Wechsel zurück zu Edge. Nimmt direkt Maß für den Elbow Drop. Dominik auch wieder da. Das heißt wieder 3 gegen 2. Und direkt der Wechsel zurück zu Randy Orton, der aufs Top Rope steigt. Dominik Sandalblow gegen Finn. Musste jetzt schnell reagieren, bevor Damian ihn da noch erwischt. Und da ist dann Dominik. Finn nimmt sich die Auszeit draußen und da wird jetzt auch Randy hingeschickt. Back Elbow von Orton. Und der RKO. 1, 2. Und dann ist Damian Priest da, der auch den RKO bekommt. Ja, aber hier kontert dann Dominik. Das war bisher die beste Chance für Rated RKO, sich irgendwie den Sieg zu holen. Dominik jetzt mit dem Cover gegen, gegen Randy. Und jetzt bereitet er ihn vor. Hat ihn in den Ringseilen für den 619. Aber da hat Randy mit gerechnet. Natürlich fängt Dominik ab.
Schlag abgewehrt. Dominik tut das Gleiche. Ah, und jetzt ist Randy in der Ringecke. Nein, ist er nicht. Nicht in der Ringecke des Judgment Day. Wehrt sich da noch rechtzeitig. Aber er macht es wahr. Vintage Randy Orton, Hangman's DDT und Blut bei Dominik in der Ringecke des Judgment Day. Bevor es dann direkt den Wechsel wieder gibt zu Edge. Neck Whip, meine Güte. Ein Schlag gegen Finn, der Schlag gegen Damien geht nicht durch. Aber jetzt Hotshot. Neckbreaker von Dominik, der ist in dem Moment wieder auf den Beinen. Standing Moonsault. Und er will es jetzt hier beenden. Eins, da ist jetzt Randy aber zur Stelle. Randy wird da übernommen von Damien. Nein, den räumt Edge ab mit dem Big Boot. 2-1. Rated RKO. Und nochmal hier eine Seated Senton. Und Dominik räumt dann Edge ab. Side Russian Leg Sweep. Sie nutzen ihren Vorteil wirklich sehr, sehr gut aus. Das muss man auf jeden Fall zugestehen. Aber jetzt alle wieder in den richtigen Ecken. Dominik und Edge wieder im Ring und Schläge von Dominik. Oh, und wir wissen, was er hier vom Top Rope zeigen will. Das ist der Frog Splash. Eins. Ja, da wird Randy abgeräumt mit dem Dropkick und Dominik erneut. Nochmal eine Art Frog Splash. Eins, zwei und Kickout. Wir haben es gerade noch gesehen. Randy wäre nicht mehr rechtzeitig da gewesen. Hätte es nicht mehr rechtzeitig schaffen können. Aber Edge gibt sich hier noch lange nicht geschlagen. Befindet sich nur in der falschen Ringecke. Währenddessen wird Finn Balor wieder eingewechselt. Fallaway Slam, nein. Edge verlagert das Gewicht, zeigt hier eine Art Body Press gegen Finn Balor und wechselt wieder Randy Orton ein. Okay. Oh. Ja, und Dominik, der kommt direkt herangestürmt. Weiß natürlich, auf was er da zu achten hat. Edge schickt Dominik raus aus dem Ring. Währenddessen Finn mit dem Konter. Und der Wechsel zu Damien Priest. Ja, den erwartet direkt eine Clothesline. Und ein Dropkick in den Nacken. Aber da gibt es die Clothesline von Damien Priest und der Wechsel zurück zu Finn Balor. Es sieht gerade wirklich so aus, als hätte der Judgment Day noch etwas mehr Reserven. Eins. Ah, Kickout von Randy. Was sag ich da? Da hat Randy gezeigt, er hat auch noch Reserven. Kickout bei 1 und das so kraftvoll. So voller Energie. Snake Eyes. Aber das fängt Finn ab. Und schickt Randy auf die Matte. Dragon Screw. Und der Wechsel zurück zum Rated R Superstar, zu Edge. Der sich direkt in der Ringecke bereit macht und dann mit diesem Vorarm gegen Finn angeflogen kommt. Ja, eine schöne Kombination, Schläge und Tritte hier. Die Finn Balor treffen. Dann der Whip-In.
Und dann wird er einfach hochgeworfen. Und auf die Matte krachen lassen. Zurückgewechselt zu Orton. Der wieder nach oben steigt. Mit dem Elbow Drop ankommt, aber Finn rollt sich aus dem Weg. Und Dropkick ans Knie. Jetzt soll es wieder in die Ringecke gehen. Nein. Wo auch immer es hingehen sollte, Randy will nicht mit Finn Balor mitgehen. Dafür gibt es jetzt aber einen Slingbait. Und den Dropkick an den Kopf. Armbearbeitung. Wir wissen, dass Randy eine lange Geschichte mit Schulterverletzungen hat. Darauf hat Finn es jetzt scheinbar abgesehen. Damien auf der Schulter von Randy. Kann sich aber befreien. Und setzt wieder an zum Razor's Edge. In der Kruzifix-Position. Und dann gibt's die Powerbomb. 1, 2 und Edge rettet hier seinen Kollegen. Ja, Finn wartete einfach zu lange. Und während Damien draußen nochmal durchatmet, knöpft sich Randy Finn vor mit diesem Hangman's DDT. Blut bei Finn Balor. Aber Damien ist wieder da. South of Heaven. Ja, da ist dann Dominik. Beziehungsweise das Edge wieder zustande. Dominik wirft Edge aus dem Ring. Und Randy wäre jetzt alleine gerade. Wollte den RKO zeigen. Hat nochmal was anderes vor, wie es aussieht. Shortcut. DDT. Und jetzt lässt er sich hier feiern. Während Damien Priest vor ihm langsam wieder auf die Beine kommt. Nochmal ein DDT. Und der RKO. Aber ich habe Dominik gerade schon gesehen. Da ist er auch und bricht das Cover ab. Aber auch Edge ist wieder da. Randy jetzt also wieder mit der Möglichkeit zu wechseln und er nimmt sie sofort wahr. Was für ein Opening Match. Falcon Arrow. Vom Archer of Infamy. Der jetzt wieder zurückgewechselt ist zu Dominic Mysterio. Der springt mit seinem Moonsault direkt ins Leere. Und darf sich jetzt wieder mit Randy Orton bemühen. Hat aber gar kein Problem, wie das aussieht. Kick in die Midsection und dann der Low Drop Kick an den Kopf. Aber jetzt Randy. Oh, sehr gut. Billy Goat's Curse, der Inverted Boston Crab. Da ist Damien Priest aber da und wir haben gesehen, Dominik hat schon gestruggelt, hat schon überlegt, ob er da aufgeben soll. Ob der Schmerz schon unerträglich ist. Luther's Press. Und die Schläge treffen das Gesicht von Dominik. Der zurückwechseln kann zu Finn. RKO! Ja, und Edge müsste schon längst bei Damien Priest sein. Was macht Randy? Powerbomb gegen Priest! Dominik gerade noch ausgeschaltet. Damien Priest hängt in der Ringecke von Rated RKO. Kann gerade nichts machen. 1, 2
Und 3, Randy Orton und Edge gewinnen das 2 gegen 3 Handicap Match. Am Ende war es dann ein Hotshot. Aber sind wir mal ehrlich, die haben sich genug angetan. Und ja, wenn Finn da das Seil ganz falsch trifft, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ganz kurz mal die Luft wegbleibt. Ein sehr, sehr schönes Match. Ein wunderschöner Opener. Und Randy Orton und Edge gewinnen gegen den Judgment Day. Das war mit Abstand der längste Opener hier im Universe Mode, den wir bisher hatten. Macht richtig Bock auf die weitere Show. Und unser nächstes Match ist dann das Einzelmatch. Kyle O'Reilly gegen Cody Rhodes um den Intercontinental Title. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.